We will make Schlager great again. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Make Schlager Great Again, dem Erfolgsschlager-Podcast, wo auch immer ihr das gerade hört, Spotify, Deezer, YouTube oder wo auch immer. Wir sind der Erfolgsschlager-Podcast. Heute ist an meiner Seite wieder mein sehr verehrter, gut aussehender und toller Kollege, der Herr Vogel. Schönen guten Abend, Herr Vogel. Guten Abend, Herr Kaiser, und vielen, vielen Dank für diese tolle Begrüßung. Und ich begrüße unser Millionenpublikum vor den Weltempfängern. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, freuen zur völkischen Wochenschau. Zur völkischen Wochenschau. Heute am 4.9. wird aufgezeichnet, am 6.9. hört ihr das wahrscheinlich. Und wir fangen heute an mit Eigenlob. Also bevor wir uns zum Schlager, dem Schlager widmen, erstmal ein bisschen Eigenlob. Und was ist denn, sind großartige Sachen passiert, Herr Vogel? Was ist denn passiert die Woche? Ja, also die Rubrik ist ein bisschen blöd. Wir sind in den Top 8 der Newcomer-Podcasts. Wir sind also auf Platz 8 dort bei den Newcomer-Podcasts. Finde ich ein bisschen blöd, Newcomer, wir beide, Newcomer, naja. Bisschen zweifelhaft. Nichtsdestotrotz freuen wir uns da sehr drüber. Wir sind vor sehr, sehr prominenten Podcasts platziert und das gibt uns auch so ein bisschen die Motivation, weiterzumachen, weiterzukämpfen, weiterzukratzen und den Schlager great zu machen. Schlager great zu machen und final dann den Schlager auch irgendwann zu übernehmen. Ja, bei podcast.de tatsächlich habe ich heute oder gestern entdeckt. Ja. Wir sind in den Top-Ranking, in den Top 10 auf Platz 8 der Newcomer-Podcast. Sehr toll. Einmal Applaus für uns. Bitte einmal Babylon sagen. 3, 2, 1. Babylon. Ah, so schön haben wir es noch nie gemacht. Nee, absolut nicht. Nein. So schön haben wir es noch nie gemacht. Ich glaube, die Amigos werden uns auch hören, oder? Bin ich mir eigentlich ganz sicher. Das ist so die typische Zielgruppe, die Amigos, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Amigos immer gern gesehen bei uns. Aber Herr Vogel, wir wollen diese Woche ja auch nicht nur über uns reden, obwohl das natürlich mit das spannendste Thema ist. Wir wollen heute über Schlager reden. Und bevor wir zu den ganzen Themen kommen, die wir hier haben, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Aha. Und zwar, ich weiß jetzt endlich, wie es Stefan Ross schafft, bei Immer wieder sonntags durchzuperformen. Weil es ist ja wirklich so, er macht ja 2 Stunden Live-Sendung und er schafft es wirklich 2 Stunden. Jeder Satz passt, jeder Witz ist genau pointiert an der richtigen Stelle. Und endlich weiß ich, wie er es schafft. Kokain, oder? Unter anderem Kokain, aber was noch dazu kommt. Ich habe nämlich mal einen anderen Schlager-Podcast angehört die Tage. Der tolle Schlager-Podcast Schlagergeflüster mit einer jungen Moderatorin, die komplett auf Stefan Ross steht. Sie hat ungefähr in jedem zweiten Lied gesagt, hey Stefan, erzähl mir nochmal das. Hey Stefan, wie geht's denn da weiter? Stefan, und das machst du ganz toll. Also Schlagergeflüster, aber durchaus trotzdem ein guter Podcast. Hat Spaß gemacht, das Ganze anzuhören. Ich habe es jetzt einmal gehört. Aber Stefan Ross hat in diesem Podcast, da war er nämlich zu Gast oder sie war bei ihm zu Gast, durfte ihn da begleiten, einen kleinen Insider erzählt. Und zwar Stefan Ross macht es so. Es hat was mit Bett zu tun. Aha. Er legt sich dann abends ins Bett, schön, wenn seine Freundin nicht da ist, dann auch mal gerne alleine. Fummelt vielleicht noch ein bisschen an sich rum, das weiß ich nicht, aber er legt sich dann seine Moderationskarten unter das Kopfkissen. Das reicht. Das ist aber ein ausgeflippter Bur. Das ist wirklich Stefan Ross, du. Das ist aber auch einer, lieber Gott, ey. Und wenn sie ihn dann zu sehr kratzen am Kopf, dann postet er irgendwas bei Facebook. Ganz oder genau. Genau. Irgendwas, was da draufsteht, wahrscheinlich. Dann also, fuck. Irgendwas, nee, Stefan Ross. Und die hat den bei Schlagergeflüster den Stefan Ross gekriegt? Die hat bei Schlagergeflüster den Stefan Ross. Also, sie hatte, glaube ich, damals mal Anna-Karina Wojcik dabei. Und dann macht ja Sinn. Das ist da ja eine sich, Person. Ja. Genau, das ist die Schwester von Stefan Ross. So ungefähr. Da haben sie sich den Wohnwagen angeschaut von den beiden. Die wohnen ja im Wohnwagen, sind ja so ein bisschen mittellos. In der aktuellen Folge war Stefan Ross dann da und ein bisschen doof die Folge gelaufen, weil sie sitzen da draußen vor dem Wohnwagen oder irgendwo draußen im Europapark und da sitzen sie vor einem Springbrunnen und direkt im ersten Satz sagt sie, sie entschuldigt sich für die Tonqualität, weil die ganze Zeit im Hintergrund der Springbrunnen springt.
Klar, klar. Natürlich, bei uns, bei den ersten 50 Folgen beim alten Podcast, war es auch immer nur ein Springbrunnen. Es lag immer nur am Springbrunnen, natürlich. Ja, wir hatten kein scheiß Equipment. Nein, es war der Springbrunnen bei uns im Zimmer immer hier, natürlich, ganz klar. Naja. Gut, wir müssen, glaube ich, den Zuschauern oder Zuhörern nicht sagen, dass das hier der wahre Podcast ist. Aber er war trotzdem okay. Ich möchte kurz was fragen. Wieso kriegt die so die Superstars? Kriegen wir nicht auch mal so einen Superstar? Ist da nicht irgendwas in der Pipeline? Wir sind an einem Superstar dran und wenn man Stefan Ross hat, ja, ist ja mehr oder weniger, auch wenn er 50 Jahre schon Musik macht mit seinen 45 Jahren, ja, doch nur ein B-Promi. Wir bekommen in ungefähr einer Woche einen richtigen Superstar. Boah, wer ist es denn? Ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Sollen wir es verraten? So. Darf man es verraten? Nee, ja, wir verraten. Ist das denn? Nee, soll ein bisschen Spannung da sein. Ne? Das ist schon richtig, ja. Ich weiß es ja auch, ich tue ja nur so. Naja, Sie wissen es. Aber ich bin schon echt so ein bisschen flatterig. Also ich kann tatsächlich jetzt schon seit ein, zwei Wochen nicht schlafen, seitdem ich das erfahren habe. Ich habe mir die Moderationskarten auch schon unter das Kopfkissen gelegt. Bitte bis nächste Woche jeden Tag. Definitiv, ja. Ich poste auch schon gerne was besoffen bei Facebook nachts. Nee, wird auf jeden Fall spannend. Diese Folge natürlich bis zum Ende hören, aber nächste Woche auf jeden Fall auch reinschalten. Hundertprozentig einschalten. Absolut, für uns auch eine sehr interessante Folge. Das ist unser erster Gast bei Make Schlager Great Again. Und ich glaube, ja, wenn es ein Gast schafft, jemals den Schlager Great zu machen, dann ist es, und das verrate ich, die junge Dame. Es ist eine Dame, die nächste Woche bei uns zu Gast ist. Mit Damen kann ich ja gar nicht. Da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Deswegen einfach die Klappe halten nächste Woche und mich reden lassen. Man wächst mit seinen Aufgaben, Herr Kahn. Ja, das wächst mit seinen Aufgaben. Das stimmt. Ja. Nee, da haben wir ja so ein bisschen über unseren Podcast schon geredet, wie die Zukunft aussieht. Jetzt gehen wir mal zu den handfesten Fakten zu der Schlagerwelt. Was steht denn da an? Ja, erstes Thema, ein Thema, was immer auch wieder inzwischen, also wir haben damit angefangen, inzwischen machen es auch andere Schlagerseiten, berichten darüber, dem Fernsehgarten, das Fernsehgartenkonzept ist ein falsches. Und zwar, der Fernsehgarten, laufen ja irgendwie so 20 Shows im Jahr und jede Show, das werden Sie besser wissen als ich, hat immer ein Motto. Ohne geht es nicht. Punkt. Genau. Ohne geht es nicht. Punkt. Das unterscheidet den Fernsehgarten so ein bisschen von Immer wieder Sonntags, weil da heißt es einfach nur Immer wieder Sonntags, soweit ich das weiß. Genau. Der Fernsehgarten hat immer ein Motto. Das ist ja auch erstmal in Ordnung. Man kann ja durchaus ein Motto haben. Wenn es nicht ein kleines Handicap geben würde, das Motto der Show passt oftmals nicht so wirklich zum Inhalt der Show. Nee, genau so ist es exakt, ja. Also gerade, also ich glaube, Extrembeispiel war dieses Woodstock meets Wacken, wo dann so Stars dabei sind, die absolut zu diesem Thema passen, wie Feuerherz. Ah, Luke Mockridge war dabei, ne? Also, das hat vielleicht sogar gepasst, oder? Alles gut. Laura Wald, Sonja Liebing war mit dabei. Ich muss sagen, Doro Pesch war mit dabei. Aber ansonsten, was haben diese Brenner. Stars, Brenner, Hot Chocolate, was hat Hot Chocolate mit Woodstock oder mit Wacken zu tun? Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es sind ja meistens so ungefähr 10 Gäste beim ZDF-Fernsehgarten, so 7 bis 10 Gäste dabei. Hm. Und wenn das Thema ist Woodstock meets Wacken, na klar, Kiwi schmückt den Garten ein bisschen und es werden vielleicht irgendwelche, irgendwelche Marihuana ausgegeben oder so. Das mag ja alles sein. Ja, klar. Hm. Aber es sollten doch dann, wenn man so ein großes, großtrabendes Thema macht wie Mutzuck meets Wacken, auch die Gäste ein Stück weit zum Motto passen. Und wenn ich da, also alles tolle Künstler, darum geht es nicht, aber wenn ich eine Sonja Liebing oder Hot Chocolate oder Unterwasserküsse einlade, die einfach nichts mit dem Thema zu tun haben, da frage ich mich, warum macht man das Thema? Und das gleiche Phänomen hatten wir beim letzten Fernsehgarten, Asien. Ja, wobei das ist ich frage mich, was so ein bisschen in der Redaktionskonferenz vorgeht. Da hat man das Thema, ich pass mal, erst nochmal war Asien. Asien ist gut, ich war gestern chinesisch essen, das ist super. Asien nehmen wir. Asiatische Musiker, boah, weiß ich nicht. Oh, du, ich kenne da eine Band, die heißt Young Chinese Dogs. Das ist doch asiatisch.
und die wird dann eingeladen. Das ist einfach eine Popband aus München. Die heißt aber Young Chinese Dogs und dann hat man dem Thema Asien Genüge getan. Was geht da ab in der Redaktionskonferenz? Ja, und selbst wenn die Young Chinese Dogs, und das kommen sie ja nicht, selbst wenn sie aus Asien kommen würden, ja, wäre es einer von ungefähr 10 Künstlern. Also wir haben ja zum Beispiel Howard Jones, Status Quo, Peter Kraus, Oli aber, P., Maria Voskania dabei. Maria Voskania hat ja anscheinend, die Diskussion habe ich so ein bisschen verfolgt bei Instagram, asiatische Wurzeln. Genau, das war auch ein Thema, da wurden wir darauf hingewiesen, Maria Voskania kommt ja aus Asien. Da habe ich mal nachgeguckt, wo Maria Voskania herkommt. Sie kommt oder ihre Vorfahren oder sie ist auch geboren dort in Armenien. Und jetzt können wir natürlich sagen, klar, Armenien ist Asien, aber Armenien ist eine ehemalige Sowjetrepublik, sprich Armenien ist auf dem asiatischen Kontinent, verbinde ich aber nicht mit Asien. Oder würden Sie jetzt, wenn da nächste Woche ein irakischer, ein afghanischer, ein iranischer Künstler kommen würde, also wenn man jetzt komplett, weiß nicht, das Nationaltheater des Iraks auflaufen lassen würde. Würde das für Sie das Motto Asien irgendwie Genüge tun? Oder glauben Sie nicht auch, dass Asien eher Fernost ist? Ja, aber wir können natürlich jetzt so ein bisschen geografisch und streiten, wo fängt der Kontinent an, wo fängt gefühltmäßig Asien an, aber nichtsdestotrotz bei den anderen Gästen im Vergleich dazu war zumindest noch ein Hauch von Asien bei Maria Voskania vorhanden. Also von daher muss man den Fernsehgarten da auch mal in Schutz nehmen. Ja, ein Hauch von Asien war. Ja, ein Hauch von Asien war zu Gast und die Young Chinese Dogs aus München. Ja, von daher. Aber ich frage mich. Ich bin ja bei ihm. Wäre es nicht eine Idee, wenn wir es einfach so machen oder wenn das ZDF es einfach so machen würde, dass wir es lieber immer wieder sonntags machen? Also jeden Sonntag läuft der ZDF-Fernsehgarten ohne Thema und man macht dann zu 3 oder 4 besonderen Events einen Motto-Fernsehgarten. Also zum Beispiel zum 90er oder 70er, 80er, da bietet sich das an, da kann man tatsächlich alte Künstler einladen, Schlager, Triathlon, da kann man diesen Triathlon machen. Aber man muss doch nicht jede Woche auf Teufel komm raus irgendein Motto machen, nur damit da irgendein Motto steht. Nein, sehe ich auch so, bin ich vollkommen bei Ihnen. Wenn man einfach sagt, 1.9., was ist denn, war da irgendwas, ist Weltmeisterschaft? Nee, auch nicht. Ach, pass auf, lass einfach im Fernsehgarten laufen. Welche Gäste können kommen? Okay, alles klar, die laden wir ein. Also da mal zwanghaft ein Thema zu finden, finde ich auch bescheuert, vorsichtig gesagt. Aber mal ganz anders, Schlager-Fernsehgarten kommt immer gut an. Es ist aber auch affig, wenn jeder zweite Fernsehgarten Schlager-Fernsehgarten ist, man ihn nur immer anders bezeichnet. Wenn man dann sagt, dann ist es Disco Fox, dann ist die Schlagerparty, 50 Jahre ZDF-Hitparade, dann ist das Festival des Schlagers, dann ist es der Mallorca-Fernsehgarten, der nun auch in die Richtung geht, dann ist es der Schlager-Fernsehgarten unter dem Motto, der Garten bebt, dann ist es im September nochmal der Disco Fox Fernsehgarten. Natürlich auch mit nur Schlager. Also da wird es dann auch ein bisschen affig. Ja, so ist es halt tatsächlich. Ja. Das ist genau mein Reden. Sollte sich das ZDF auf jeden Fall mal hinterfragen, denn auch die Zuschauer, auch den Zuschauern ist das inzwischen aufgefallen. Und Schützen will ich nicht sagen, aber es gibt jedes Mal massig Kommentare. Früher waren die Kommentare nur, Kiwi redet zu viel, Kiwi unterbricht. Inzwischen sind die Kommentare, hey, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Genau so ist es. Und es ist ja nicht nötig. Wie Sie schon sagten, die Stars, die da sind, die sind ja gut, die sind ja toll. Man hat mal eine tolle Musikauswahl gemacht. Aber wozu die zwanghaft in dieses Korsett dieses Themas reinzwängen, ist ja vollkommen unnötig. Und man kann, wenn man über asiatische Küche reden will, dann kann man das auch machen, ohne dass das der Asien-Fernsehgarten ist. Genau. Ja, also das, ich finde, man nimmt sich da ein bisschen die Freiheit. Ist ja gar nicht nötig. Warum soll man eine ganze Sendung über Asien reden, mal ganz weg von der Musik? Man kann aber mal bunt mischen. Ja? Sehe ich auch so. Also da sollte sich Kiwi, auch wenn es eine sehr erfolgreiche Show ist, sollte Kiwi das ganze Konzept machen. Also das ganze Konzept ist gut. Dieses kleine Konzept, diesen kleinen Konzeptteil einmal hinterfragen und dann glaube ich, hat der ZDF-Fernsehgarten auch eine tolle Zukunft vor sich, wenn wir es einfach mal nicht ganz so streng nehmen. Genau, aber wir sind ja behilflich. Ja, wir haben eine neue Rubrik so ein bisschen, ne? Oder genau, heute mal ein kleines Special, Herr Vogel. Wir würden gerne mal die Top 3 Mottos vorstellen, die es beim ZDF-Fernsehgarten noch nicht gab.
Naja, also da können Sie sich als ZDF dann bedienen, ist in Ordnung, kleine Lizenzgebühren, und dann können Sie diese Fernsehgärten mit diesen Themen auch gerne machen, das ist in Ordnung. Macht jetzt jeder drei oder? Ja, jeder drei, ne? Das macht selbstverständlich jeder drei. Ja. Herr Kaiser, wollen Sie anfangen? Ich habe mich nicht vorbereitet, ich muss das jetzt ganz spontan machen. Ne? Ich mache das auch relativ spontan tatsächlich. Als das Thema aufkam, hatte ich das sofort im Kopf, von daher... da bin ich ein bisschen im Vorteil. Bei den anderen muss ich auch ein bisschen improvisieren. Soll ich einfach mal anfangen? Weil ja, fangen Sie mal an. Ich muss mir überlegen in der Zeit. Also ich würde auf Platz 3 den Flatter-Ulme Fernsehgarten gerne nehmen. Den was? Flatter-Ulme Fernsehgarten. Herr Kaiser, das ist der Baum des Jahres. Ja, ja, verstehe ich. Ja, da kann man schon mal einen Fernsehgarten drüber machen, oder nicht? Klar. Ja. Es gibt ja sogar auf der, ich weiß gar nicht, welche Autobahn das ist, da nach Aachen, man 20 ja. Kilometer an, ja. an Bäumen des Jahres vorbei. Ja. Die ganze Autobahn, die Baum des Jahres. Aber noch ein weiterer Grund, warum es den Flatter-Ulme-Fernsehgarten geben muss, weil ich bin ja letztens lang gefahren, da stand noch keine Flatter-Ulme. Ja, es hört irgendwie 2014 auf, ne? Ja, kann ja nicht sein, oder? Wo ist das? Welche A ist das? Ich weiß nicht, welche A es ist, das ist die A nach Aachen. Ja, die A nach Aachen müssen Sie mal Köln Richtung Aachen fahren. Und dann werden Sie über 20 oder über 15 Kilometer rechts jede paar hundert Meter einen Baum des Jahres sehen, angefangen von 1978 oder was auch immer, bis zum Jahr 2014, 2015. Ich glaube, es ist noch ein bisschen länger. Da sind auch ein paar Bäume, die ein Hakenkreuz dran haben. Bäume, die es gar nicht mehr gibt. Groß Baumsterben. Laufen ein paar Dinosaurier rum. Genau. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber einfach mal nach Aachen fahren, da sieht man das. Ja, einfach mal, lohnt sich. Einfach mal nach Aachen. Kaiserstadt Aachen. Wo übrigens auch, glaube ich, unser Gast für nächste Woche herkommt. Aber das jetzt nur so am Rande. So. Flatter-Ulme Fernsehgarten, das ist doch super, oder nicht? Ja, finde ich gut. Einfach mal, welche Musikgäste wird man da einladen? Ich denke mal, Maria Voskania, die war bestimmt mal, ist bestimmt am Baum geklettert, das Kind. Nee, weil in Armenien gibt es ja sehr viele Flatter-Ulmen. Oder in Asien. Oder Asien ist ja auch Teil der Welt und auf der Welt gibt es ja viele. Gibt es sehr, sehr viele, aber das kriegt man schon konstruiert. Also das ist der Elfmeter, lieber Fernsehgarten. Ist noch, den schenke ich euch. Den schenke ich euch, ja, genau. Ja, mein Platz 3 wäre dann, und da muss ich jetzt wirklich überlegen, und ich muss gleich auch weiter überlegen, wenn Sie das nächste vorstellen. Mein Platz 3 wäre der große Babylon-Fernsehgarten. Oh. Ein Fernsehgarten, ein biblischer Fernsehgarten. Also wirklich, alle Gäste im Fernsehgarten müssen irgendwelche biblischen Gewänder tragen. Und die Amigos kommen mit den Steintafeln rein, wo sie die Schlagergebote, die Helene Fischer ihnen als Schlagergöttin aufgetragen hat, dann vorlesen. Und am Ende wird noch irgendwie der Freund von Laura Müller verbrannt als goldenes Kalb irgendwie Helene Fischer geopfert. Irgendwie sowas. Der große Babylon-Fernsehgarten. Sehr schön. Richtig toll. Und wirklich dann zur kompletten Geißelung des Volkes singen die Amigos dazu. Genau. Das ist ja so ein bisschen biblisch. Und das sind ja, Sie kennen sich ja aus in der Bibel, das sind ja dann diese Plagen, die mit denen Gott die Menschen bestraft, diese 7 oder 10 Plagen, irgendwie Heuschrecken und was auch immer. Und eine und die größte Plage wäre dann, dass die Amigos singen im großen Babylon-Fernsehgarten und somit quasi die Menschheit bestrafen für ihre Frevelhaftigkeit. Das ist eine fantastische Idee. Wie sieht das bei Ihnen aus? Würden Sie das auch dem ZDF-Fernsehgarten schenken, dieses Motto? Das würde ich tatsächlich auch zur Verfügung stellen. Das ist super, das ist echt super. Ich habe aber noch eine, meine nächste Idee, Top 2, also mein Platz 2. Hört sich ein bisschen ungewöhnlich an, aber vielleicht können wir damit die Welt noch retten. Den großen Brexit-Fernsehgarten. Als Sondersitzung am 30. Oktober ist leider Gottes dann Mittwoch, aber egal. Am 30. Oktober treffen sich Boris Johnson, sollte noch im Amt sein, das Unterhaus, die Queen und das EU-Parlament bzw. die EU-Kommission beim ZDF-Fernsehgarten. Und da wird innerhalb der 3 Stunden so lange diskutiert und gerungen, bis und es gesungen. Eine Einigung gibt. Und natürlich gesungen, natürlich, natürlich. Und das heißt, die Abgeordneten tragen ihre Positionen singend vor. Ja,
und das hat dann vielleicht auch wieder einen ganz anderen Klang, logischerweise. Ne? Wenn das so gesungen wird, da nimmt doch ein bisschen die Schärfe raus, dass man, ach Gott, ja, gut, ist eine scheiß Position, aber er singt so schön, da sage ich mal, komm, ist doch in Ordnung. Ne? Dann lassen wir das mit dem No-Deal. Ja, fände ich super. Ja, also das ist wirklich eine schöne Sondersendung und vielleicht kann der ZDF-Fernsehgarten damit Europa retten. Das könnte tatsächlich sein, also dass das im ZDF-Fernsehgarten wirklich umgesetzt wird. Ist halt doof, dass es dann am Mittwoch ist, aber vielleicht kann man ja nochmal was deichseln, was meixeln, dass der Brexit um 3 Tage verschoben, oder 3, 4 Tage verschoben wird. Ja, also es ist auf jeden Fall realistischer, den Brexit zu verschieben, als den ZDF-Fernsehgarten in der Woche zu bringen. Das ja, ist wahrscheinlich absolut richtig. Das ist tatsächlich so, ja, genau. Mhm. Also das finde ich immer ein sehr schönes Thema, der große Brexit-Fernsehgarten. Und dann hätten wir auch endlich mal ein Thema, was auch zur Sendung passt, wenn da wirklich Boris Johnson da ist und das ganze Unterhaus oben. Die Queen halt auch noch irgendwie thront und als Co-Moderatorin Kiwi zur Seite gestellt wird. Finde ich genau. Sehr schön. Das ist schönes Motto. Absolut. Sollten Sie machen, ich hoffe, Sie machen das. So, was ist denn bei Ihnen Platz 2? Bei mir wäre Platz 2 der große Abu-Chaka-Fernsehgarten. Oh, ja, ein Fernsehgarten. Ja, wo einfach die Abu Chaka Großfamilie eingeladen wird, dann vielleicht noch die Kelly Großfamilie, wo dann auch vielleicht mal auch mal Waffen in den Fernsehgarten. Also Fernsehgarten immer so friedlich, aber wäre es auch nicht lustig, wenn jetzt wenn die Abu Chakas und die Kellys da im Fernsehgarten wären, sich auch mit Messern gegenseitig bedrohen würden, das alles live würde für Quote sorgen. Einfach so ein schöner Fernsehgarten. Ist auch dann nicht in Mainz, ne, wäre dann auch mal eine Fernsehgarten und tourmäßig, dann vielleicht in Berlin. Ne? Ja. So richtig da im Kreuzberg oder wo auch immer, im Brennpunkt, Märkisches Viertel. Und da der große Abu-Chaka-Fernsehgarten live, also ich stelle mir das richtig vor, Kiwi fährt dann mit ihrer Limousine vor, steigt da irgendwo im Brennpunkt aus, ne, mit ihrem ganzen Tross, hat die Kelly-Family dabei, alle in der Limousine, da gibt es ein großes Treffen, Abu-Chakas, Kelly-Family, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee für den Fernsehgarten. Fantastisch, also wirklich, ich weiß ja nicht, warum wir nicht beim ZDF arbeiten. Weiß ich auch nicht. Ich nehme diese ganze Kritik an den Mottos zurück, es ist ja fantastisch, jedes Mal ein anderes Motto zu haben. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen könnte zum Chaka-Fernsehgarten könnte zum Beispiel auch Sarah Connor kommen, zusammen mit ihrer Schwester und Bushido. Ach, die sind ja da auch involviert, ne? Ja, ist so, auch mit dabei. Ach, Mensch. Auch was erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Sarah Connor könnte was singen. Ihre Schwester könnte erzählen, wie es mit Bushido so ist und wie die ganze Abu-Chaka-Verbindung da ist. Aber fände ich sehr, sehr schön. Der große Abu-Chaka. Passend dazu hätte ich aber auch gerne die Amigos dabei. Auf jeden Fall. Und natürlich. Ja. Amigos immer gesetzt. Sollten immer gesetzt sein, sagen wir es mal so. Herr Kaiser, wir haben jetzt sehr viele Mottos, die so Richtung große Politik gehen, große Show, wie eben auch Abu Chaka, Brexit und so. Ich will jetzt mal eine Nummer kleiner ansetzen. Service-Gedanke einfach. Für den Zuschauer. Der Fußpilz-Fernsehgarten. Der Fußpilz-Fernsehgarten. Ja, einfach mal eine Show, 2 Stunden nur über Fußpilz. Erkennung, Behandlung, Vorsorge. Ja, aber auch Schlagerstars, die dann auch... Mit Fußpilz. Mit Fußpilz. Ja. Mit Fußpilz aufsehen. Das ist ja, einfach mal zeigen, Helene Fischer geht, zieht die Schuhe aus, guck mal, das ist mein Fußpilz. Es ist nicht schön, aber ich stehe dazu. Es ist mein Fußpilz. Wahrscheinlich würden die Fans ihr noch den Fußpilz ablecken. Live vor der Kamera. Ja, finde ich schön. Nein, aber einfach wirklich ein Servicegedanke, die Leute abholen und sagen, oh, guck mal, selbst die Stars haben Fußpilz. Ne? Dann fühlt auch man sich ja nicht so schäbig in seiner Hartz-IV-Wohnung. Auch die Stars sind nur Menschen. Genau, auch die Stars. Man will es oft nicht glauben, aber die sind nur Menschen, genau. So, was ist denn bei Ihnen auf Platz 1? Ja, habe ich lange überlegt und ich hatte jetzt eigentlich auch eine Idee, die ging so ein bisschen in Ihre Richtung, kann ich aber jetzt nicht nehmen. Aber macht nichts, ist wirklich toll. Ich würde Platz 1 ganz, bescheiden machen. Der große immer wieder Sonntagsfernsehgarten. Ah, okay. Mit Stefan Morse als Moderator, ja. Ne, der dann auch Kiwis Text gelernt hat mit Moderationskarten unterm Kopfkissen, der dann auch so ein bisschen die klare Linie von der Sendung immer wieder sonntags in den ZDF-Fernsehgarten bringt. Dann auch die großen, da könnte dann zum Beispiel Luis Pavelek kommen, die großen Stars der Volksmusik könnten dann kommen. Kiwi hätte Sendepause. Stefan Ross würde mal zeigen, wie man das richtig macht. Und das wäre einfach der große immer wieder Sonntags-Fernsehgarten. Oder wie die Insider sagen, immer wieder Fernsehgarten. Immer wieder Fernsehgarten. Genau. Immer wieder Fernsehgarten. Das ist allein der Titel. Immer wieder Fernsehgarten. Und dann vielleicht wirklich von 10 geht ja immer wieder sonntags los, bis 14.15 Uhr, 4 Stunden Durchpenetration. Genau.
Vier Stunden durchgehend, Heidewitzka, der Kapitän. Heidewitzka, der Kapitän. Kapitän mit Müllermann Bötsche, fahr, kann man so gehen. Egal, Karneval geht es am 11.11. los. Ich möchte gerne zusammenfassen, das sind Top-Themen. Und die möchte ich nächstes Jahr, wobei, da müssen wir noch ein Update machen. Da ist diese Ulme leider Gottes nicht mehr Baum des Jahres, das müssen wir dann updaten. Die Flatter-Ulme ist dann raus. Baum für nächstes Jahr wird noch gesucht. Reiche ich dem ZDF nach, ja. Aber diese Themen möchte ich nächstes Jahr alle dabei haben. Brexit hatten Sie hatten schon Platz 1, ne? Sie hatten schon 3 gesagt. Ja, ne? Platz 1 hatte ich, das war der Fußballfernsehgarten. Ah, der Fußballfernsehgarten, ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Der Fernsehgarten ist gerettet, also nächstes Jahr statt Asien, dann Fußpilz, fände ich sehr schön. Hätte auf jeden Fall Erfolg. Bitte ZDF einmal aufschreiben und dann sind wir dann auch dafür zuständig, dass wir so ein bisschen das mitkonzeptionieren. Das machen wir sehr gerne. Das ist so, ich weiß das eh aus Insider-Informationen, wenn denn unser Podcast am Freitag um 18.10 Uhr veröffentlicht wird, in den ganzen Redaktionen beim ZDF wird er dann auch gehört, Punkt 18.10 Uhr, weil die alle sagen, boah, haben die schon wieder beim Fernsehgarten gesagt, boah, hoffentlich nichts Böses, boah, das ist das Leitmedium. Ja, naja, die zittern so ein bisschen, aber diesmal geben wir Tipps, Servicegedanken von unserer Seite aus. Ja, das ist wirklich euer Top 10 Podcast hier und da haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Top 8. Top 8. Ja, wir kommen jetzt mal zu einem Thema, Herr Vogel, was schon ein bisschen älter ist. Also es ist jetzt kein top aktuelles Thema, aber es ist auch ein bisschen unsere Verantwortung, mal in der Retrospektive auch alte Themen nochmal neu aufzubereiten, nochmal neu zu diskutieren. Und Aha. Es geht um Vanessa Mai und es geht um etwas, was sie in ihrem Lied gesagt hat. Sie hat ja ein Lied zusammen mit Oleksesh gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Vanessa Mai Oleksesh, ja. war auf ihrem Album Schlager drauf, das mit der Lippe, das hatten wir letzte Woche gesprochen. Genau, die Tätowierung. Genau, Wir zwei immer heißt das Lied. Oh, und tatsächlich hat sie in diesem Lied ja wohl vermeintlich, ich weiß es ja nicht, also so haben es viele Leute gehört, etwas gesagt. Und sie hat und ich lese das jetzt mal vor, sie hat einen Kraftausdruck verwendet, zumindest haben es die Leute so verstanden. Okay. Und zwar, warten Sie, ich bin ja auch sehr schlau, habe mich jetzt gerade weggeklickt, weil ich jetzt so nervös war, genau. Also sie hat die vulgäre Bezeichnung für die äußerlichen, primären weiblichen Geschlechtsorgane benutzt in dem Lied. Und ist ein Schimpfwort gegen Frauen, auch ebenso wie gegen Männer. Ich glaube, Sie wissen, wovon ich spreche. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sagen Sie mal, was Sie meinen, bitte. Nein, sowas sagen wir nicht. Punkt. So, ich also, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, aber jetzt hören wir uns das mal ganz normal an. Ne? Es reibt sich auf Rotze. Genau. Jetzt hören wir uns das Ganze mal an und sagen Sie mir mal, ob es wirklich, also hören Sie mal hin. Bitte. Haben Sie es gehört? Ja, ich habe es gehört. Also Sie haben das Wort auch gehört? Ja, tatsächlich ist mir der Ausschnitt ja nicht unbekannt. Und beim ersten Mal habe ich dieses spezielle Wort gehört. Ja, tatsächlich. Und da gab es wohl einen riesen Shitstorm von vielen Vanessa Mai-Fans, die es nicht glauben konnten, dass sie das singt. Und von vielen Hip-Hop-Fans, die gesagt haben, hey, Vanessa Mai ist ja doch cooler, als wir dachten. Ja, aber was ich nicht verstehe, ich meine, ich kenne das Lied jetzt nicht in Gänze, aber was soll das für einen Sinn machen, zu viel in meinem Kopf? Ja, ist ja wurscht. Das ist ja den. Ja, es ist gar nicht wurscht. Natürlich ist es wurscht. Aber das soll, die Leute dachten, so viel. Das ging so ein bisschen in die Richtung, die Leute dachten halt, es wäre so, um einfach Marketing zu machen, um einfach einen Skandal zu machen, auch wenn es nicht in den Kontext passt. Ist doch wurscht, man hat es so verstanden. Und einfach mal ein Wort ersetzen durch ein anderes. Es gibt ja auch durchaus Künstler, die irgendwelche rassistischen Botschaften, da wird irgendein Wort falsch betont, dann gibt es auch komplett aus dem Kontext raus irgendwie Hitler oder sonst was. Ne? Vielleicht hat sie auch Hitler gesagt. Darf ich das nochmal hören? So, Hitler, mein Gott. Das ist im Osten gleich auf Platz 1, fantastisch. Ja, aber Vanessa Mai hat tatsächlich, also nachdem das wirklich Kapriolen geschlagen hat und wirklich die Hip-Hop-Fans haben gesagt, wow, Vanessa Mai, finden wir toll, dass du diese vulgäre Bezeichnung für ein äußerliches weibliches Geschlechtsorgan benutzt. Ja, tatsächlich. Sind die Hip-Hop-Fans so schlicht, dass man nur das Wort benutzen muss und das die dann cool finden?
Ja, so ist es, genau. Das ist geil. Gut. Und sie hat dann ein Statement gemacht. Das hören wir uns jetzt auch mal an, das Statement. Da reden wir mal gleich mal drüber. Ja. Ehrlich, Freunde, das ist ja eh so ein Thema, das hat euch ja alle brennend interessiert. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr jetzt auf das Video klickt. Ganz ehrlich, glaubt ihr echt, dass ich das gesungen habe? Hallo? Nein, ernsthaft nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, bei aller Liebe, also ich habe mir den Song ganz oft angehört, wohlwollend, und habe mir dieses Wort vorgestellt und wollte es wirklich hören. Ich höre es nicht. Wirklich nicht. Ich höre es einfach nicht. Ich höre es. Sie hört es nicht. Sie hört es nicht, aber ja, viele andere hören es. Und das Schöne daran ist an dieser Diskussion, sie macht damit so einem Rapper ein Lied zusammen und ja, dann sagt sie vermeintlich ein Wort, was sie nicht gesagt hat. Und dann ist es tatsächlich beim deutschen Schlager noch so, man muss sich dafür entschuldigen. Und da sehen wir mal, dass der deutsche Schlager doch noch ein Stück weit weg ist vom Hip-Hop, denn hätte Oleksesh jetzt, oder hätte einer Oleksesh gesagt, hey, Oleksesh, du hast in der dritten Strophe, was auch immer, hast du dieses Wort benutzt, hätte gesagt, I don't know, keine Ahnung, klar habe ich das benutzt, benutze ich jeden Tag, du. Naja. Ne? Ja, ich verstehe schon, aber also ich bin auch nicht so ein Freund von solchen Ausdrücken in Liedern. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu konservativ. Da sind sie zu konservativ, also, denn ja, im Hip-Hop ist das ja durchaus eine gebräuchliche, und sie, Vanessa Mai ist ja total schockiert, ne, dass das überhaupt einer raushört. Ja, also was ich verstehen kann, da muss ich drauf zurückkommen, ich verstehe halt nicht, warum, also ich höre es auch raus, tatsächlich. Es gibt tatsächlich verschiedene Interpretationen, man kann da was anderes raushören, von daher im Zweifel für den Angeklagten, ich glaube ihr das. Nur, ich muss mich wiederholen, es gibt ja auch keinen Sinn in dem Text. Nicht so, also wirklich. Deshalb glaube ich es ihr noch mehr. Zu viel in meinem Kopf. Also, Entschuldigung, das ist doch, was soll der Blödsinn? Also, wenn es um Kokain ging, dann hätte ich ja gesagt, hat sie Kokain gesagt? Oh, das darf man doch nicht, das ist doch Hip-Hop-Style. Aber so, das macht doch keinen Sinn. Also zumindest fragt die Zeitung der Westen, sie hat doch nicht wirklich, oder? So kennt man sie doch gar nicht. Und überhaupt, das ergibt ja alles gar keinen Sinn. So oder so ähnlich dürfte es derzeit in den Köpfen vieler Vanessa Mai-Fans zugehen. Die Schlagersängerin hat nämlich einen neuen Song am Start und die vermeintliche Wortwahl in dem Rap-Schlager Wir zwei immer eins irritiert zu manchen Anhänger. Ja. Denn statt zu viele Worte in meinem Kopf verstehen die etwas ganz anderes. Haben sie sich nur verhört? Oder färbt die derbe Rappersprache von Gesangspartner Oleksesh schon ab? Ja, kann ja sein, dass sie abfärbt, aber nicht in diesem Kontext. Also nicht in diesem Textkontext. Macht keinen Sinn. Punkt. Macht keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Und ich muss dann auch sagen, ja, es ist eine Jugendbewegung, da ist so ein Wort normal, das ist ja auch in Ordnung, dass wir das machen, jeder Jack ist anders. Es wäre nicht meine Musik, die ich gerne hören würde, wenn diese Ausdrücke oder andere solche Kraftausdrücke in jedem zweiten Satz erwähnt werden. Das muss ich auch sagen. Vielleicht bin ich da auch zu konservativ. Ob man dann direkt einen Shitstorm machen muss, wenn es dann irgendwie mal auftaucht, ist eine andere Sache. Also es hat zumindest, und Sie haben ja auch ein Kind, und es hat zumindest zu Irritation geführt, denn auf Twitter oder Instagram, glaube ich, Twitter, hat ein Fan sie direkt angeschrieben, sehe ich gerade, und schreibt, finde es schade, dass du Sternchen, Sternchen sagen musst. Meine kleine Schwester ruft das jetzt andauernd. Ja, gut. Aber dann will man es auch hören. Also hat die ich weiß nicht, wie alt die kleine Schwester ist, aber dann hat die wahrscheinlich von dem Skandal gehört und singt es dann deshalb so nach. Man muss es dann auch hören wollen, da muss man auch sagen. Ne? Oder man muss dann einfach als Erziehungsberechtigter oder als großer Bruder vielleicht auch mal sagen, Alter, das hat die gar nicht gesungen. Guck mal ins Text-Heft. Aber ich finde es schön, dass die Leute sich so damit beschäftigen, mit der Lyrik sozusagen. Ist ja auch was Tolles. Das ist ja was Positives irgendwo auch, ne? Das Land der Dichter und Denker, das haben wir immer schon gemacht. Ganz genau. Und wenn so ein geht. Oder fort, das darf man sagen. Ne? Aber wer ist denn theoretisch möglich, also jetzt nicht nicht jetzt in der Vergangenheit, aber wer ist denn theoretisch möglich, oder ist das etwas, was überhaupt nicht geht im deutschen Schlager? In der Zukunft mal, dass Vanessa Mai oder ein anderer Star etwas zusammen im Rap-Künstler nochmal machen, dann vielleicht nicht fott sagt, aber zumindest irgendein anderes Schimpfwort, was so Schlager ungewöhnlich ist, reinbringt, so ein bisschen härter in der Sprache ist. Wäre das denn möglich? Das halte ich schon für möglich. Gehen wir mal 10 Jahre weiter, Schlager wird immer jünger. Aber da muss es ja auch im Kontext passen, dass man irgendwie dann irgendwie was schlagert.
hey, der Typ hat mich verlassen, hat mich sitzen lassen, das ist ein riesen A-Loch. Also als Beispiel jetzt, um mal ein harmloses Schimpfwort zu nehmen. Aber nicht zu viel in meinem Kopf. Also nur, um es gesagt zu haben, hoffe ich mal nicht, dass wir im Schlager irgendwann mal so weit sind. Aber generell dann einfach, Matthias Reim hat das sogar mal verdammt gesungen. Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb, ja. Ja. Das ist auch ein schlimmes Wort. Ja, das ist auch ein sehr schlimmes Wort. Schlimmes Wort. Nee, um es ernst zu sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so ist. Es gibt eine neue Generation, die vielleicht sagt, pass mal auf, ich habe keinen Bock auf Hip-Hop, aber ich mag den Schlager, trotzdem brauche ich derbe Reims. Und dann wird sowas auch passieren. Ob sowas ankommt, ist eine andere Sache. Ich glaube, dann wird sich der Schlager auch immer mehr in verschiedene Richtungen entwickeln. Dann gibt es die ganz Konservativen wie die Amigos oder Fantasy, so Bands, die dafür stehen, Andrea Berg. Dann gibt es die so ein bisschen Progressiveren wie Helene Fischer zum Beispiel, Beatrice Egli. Und dann gibt es vielleicht die richtigen Buben, die bösen Buben des deutschen Schlagers. So eine Kategorie. Wie Vanessa Mai zum Beispiel. Ja, okay. Wie Vanessa Mai oder Louis Pavelek zum Beispiel. Louis Pavelek immer wieder ein ganz Beispiel. Digga. Sehr schön. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Also wir sind uns einig, sie hat nicht das kotze Wort gesagt. Nein. Sie hat das rotze Wort gesagt. Wahrscheinlich genau das. Mhm. Okay. Aber interessant, was man so alles raushören kann. Ja. Absolut. Wenn man es raushören will, ja. Wenn man es raushören will, kann man alles raushören. Mhm. Ja. Ja. Gut, was haben wir noch für ein Thema? Ja, einiges. Wir bleiben bei Social Media, ne, so ein bisschen. Bei Social Media, genau. Schlagerstars bei Facebook und Instagram. Ein Vergleich. Tatsächlich haben wir uns mal die Mühe gemacht, mal zu gucken, hey, was haben denn die Schlagerstars für Followerzahlen bei Facebook und bei Instagram? Einfach mal zu gucken, wer hat die meisten Fans? Und Herr Kaiser, was glauben Sie denn, wer da in beiden sozialen Medien auf Platz 1 ist? Das ist vollkommen eine Überraschung. Sie werden nie drauf kommen. Relativ einfach, das wird wohl Helene Fischer sein. Ja, ganz knapp vor Louis Pavelek. Nein, natürlich ganz klar, Helene Fischer, gerade bei Facebook extrem weit vorne. Ne? Bei Facebook, ich mache es jetzt mal rund, fast 1,7 Millionen Fans. Der zweite, Andreas Gabalier, hat ungefähr die Hälfte. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Bei Instagram auch auf Platz 1 mit 710.000 Abonnenten. Da sieht es allerdings schon ein bisschen anders aus. Auf Platz 2 Vanessa Mai mit 548.000. Da ist sie wieder. Ja, klar, sie greift ja jetzt auch ein anderes Publikum an mit Kraftausdrücken. Ne? Ja. Also von daher. Und wenn man bedenkt, dass Facebook eigentlich die wesentlich größere Plattform ist von der Verbreitung, da sieht man mal, auf was Vanessa Mai im Fokus liegt. Vanessa Mai hat bei Facebook gerade mal 293.000 Fans. Und wie gesagt, bei Instagram 548.000 Fans. Naja, man sagt ja, Facebook ist auch ein Stück weit tot bei allen unter 50 oder unter 40. Genau. Und da sieht man so ein Stück weit auch vielleicht die Zielgruppe von Vanessa Mai im Verhältnis zur Zielgruppe von Helene Fischer, die vielleicht beide Zielgruppen ein Stück weit bedient, jung und alt. Und Vanessa Mai ist dann natürlich eher auf der jungen Zielgruppe. Und es kann durchaus sein, dass Vanessa Mai da eines Tages die Helene Fischer überholt. Durchaus, kann ich mir gut vorstellen. Und ich muss dazu sagen, es wäre auch absolut verdient, weil wenn es einen unverdienteren Platz 1 gibt, also einen unverdienten Platz 1 gibt, dann ist das Helene Fischer definitiv, weil die postet ja im Endeffekt gar nichts bei Facebook oder Instagram. Die postet, wenn es eine neue Platte gibt, die postet es, wenn die Helene Fischer, ja, die Helene Fischer Show, wenn es dazu Tickets gibt, aber die nutzt es nicht wirklich als soziale Plattform, um dann wirklich in Kontakt mit den Fans zu treten. Die nutzt es wirklich als reine Werbeplattform. Was in Ordnung ist, ist ihr Ding oder das Ding des Managements, es so zu machen. Nur sie gibt nicht wirklich was von sich preis, was Vanessa Mai gerade bei Instagram wirklich sehr häufig macht. Und Helene Fischer ist da, Helene Fischer wird angeklickt, wird gefolgt, aber von ihr kommt nicht wirklich was. Da sind andere Stars wesentlich aktiver. Auch Andreas Gabalier ist da wesentlich aktiver. Wer ist denn auf Platz 3? Oder wer ist denn auf Platz 2 bei Facebook? Bei Platz 2 bei Facebook ist Andreas Gabalier. Ach, das haben wir, ja, okay. Mhm. Und auch so, wo man so ein bisschen merkt, hey, wo ist denn da der Unterschied, beziehungsweise wie sieht das aus mit dem Alter? Andrea Berg haben wir bei Facebook 515.000 Fans. Okay. Und bei Instagram, jetzt muss ich kurz gucken, ist uns da ein Fehler unterlaufen? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Das kann nicht sein.
Genau, sie hat bei Instagram gerade mal, sie kam bei Instagram noch nicht mal unter die Top 15. Oh, also gar nicht mit drinne. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Müssen wir direkt mal Also da sieht man, ansortieren. Andrea Berg ist halt mehr ein 90er-Jahr-Bumschlager. Ja, ist jetzt wieder ein dummer Begriff, er muss aber fallen. Und das ist halt nicht so für das jüngere Publikum. Wie viel hat Auch denn der ein Platz 15 bei Instagram? Platz 15 bei Instagram hat 59.500. Dann haben sie einen kleinen Fehler gemacht, denn Ja, ich Andrea Berg weiß hat das. Den wollte ich überspielen, Herr Kaiser. Den wollte ich Nein, nein, überspielen, nein. Herr Aber Kaiser. die Aber Zuhörer sind vielen ja Dank direkt dafür. gebucht. Da gibt es ja direkt einen riesen Shitstorm, müssen wir sagen. Ja. Also, Andrea Berg ist mit 73.500 wahrscheinlich irgendwas Ja. Platz 12, Es wäre sowas. Platz 11 für Sie. Platz Es wäre 11. Platz 11 für Sie tatsächlich, ja. Untermauert trotzdem, trotz des Fehlers, meine These, dass sie bei Instagram wesentlich schwächer ist. Aber vollkommen richtig und vielen Dank dafür, Herr Kaiser. Vielen, Ja, sehr vielen, gerne. vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wer auch ganz stark ist bei Instagram, ist Giovanni Zarella mit Ah, oh, Giovanni, unser italienischer Gocke. 207.000 Fans bei Instagram. Das ist eine Wahnsinn. ganze Menge. Das ist eine ganze Ja, ist Wahnsinn. Menge. Ich glaube, seine Frau Giannaina Zarella hat auch ähnlich viele Fans tatsächlich inzwischen. Ja, und bei Facebook gerade mal 136.000. Ja, da sieht man halt genau. 492.000 Abonnenten hatte Giannaina Zarella auf Instagram. Oh, das ist aber eine ganze Menge, muss man sagen. Das ist eine ganze Menge. Das, Damit kann man schon Politik machen, ne? aber tatsächlich, Giovanni Zarella bei Facebook nicht in die Top 15. Das habe ich jetzt gerade mal gecheckt. Das ist tatsächlich so. Ja, wer übrigens gar nicht mit dabei ist, weder bei Instagram noch bei Facebook, also schon mit dabei ist, es gibt ein Profil, ist Florian Silbereisen oder Club 3. Die fallen da ab. Das ist schade. Aber die machen auch nicht Die wirklich machen fast was. gar nichts. Ne? Die machen Nee, wirklich also gar da, ab und zu kommt da mal was, hallo, ich gehe aufs Traumschiff, dann kommt wieder ein Jahr gar nichts, und dann kommt mal was, oh, ich gehe auf Tour. Das ist dann aber auch alles. Und da reicht es dann selbst für Florian Silber, also nicht für eine Top-Platzierung, weil da kommt dann Daniel Fischer dann doch nicht ran von der Popularität. Wissen Sie denn, wie viele Fans Semino Rossi auf Facebook hat? Hat er überhaupt Fans bei Facebook? Ist er bei Facebook? Ja, bei Instagram ist er auf jeden Fall seit ein paar Wochen. Deswegen frage ich. Semino Rossi hat 94.000 Fans. Hat auf Instagram 1653. Das ist, er ist ja auch kleines, er ist ja seit gestern da, sagten Sie, oder? Er ist seit dem 4. Juli auf Instagram und hat es vom Okay. 4. Juli bis heute auf 8 Posts gebracht. Der letzte dann am 3. August, also aber jetzt immer noch da ist. So ein Ja. bisschen die Frage, hat ihm schon wieder so ein bisschen die Lust verloren, ne? Ja, wenn man dann so wenig Fans hat, dann ist das vielleicht. Aber selbst bei Facebook ist der Erfolg ja dann doch relativ bescheiden. Ich bin jetzt mal selbst drauf. Semino Rossi offiziell. Also gibt es auch ein inoffizielles, finde ich sehr, sehr schön. Aber es sind schöne Fotos dabei von Semino. Ja, klar. Erkennst du den Song, hat er mitgemacht. Sehr, sehr Ja, schön. sehr, sehr schöne Fotos. Gefällt mir sehr, sehr gut. Definitiv. Sehr Er schöne ist aber Fotos. ein schmucker Mann, muss man auch Ja, sagen. das auf jeden Fall. Das ist ein richtig schmucker Mann. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Auflistung. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob vielleicht tatsächlich eine Vanessa Mai bei Instagram Helene Fischer mal überflügeln wird. Wird definitiv passieren, da bin ich mir ganz sicher. Oder ob Semino Rossi das jetzt endgültig rockt. Wo sind eigentlich die Amigos? Ja, die Amigos sind so ein bisschen fernab von Social Media. Aber Da gibt es 501 noch Abonnenten. vielleicht Google News Groups oder so. Aber das ist doch jetzt hoffentlich nicht offiziell, dass die Amigos bei Instagram ein Bild von Freiwild gepostet haben, oder? Das wird doch hoffentlich. Nein, das wird es wohl nicht sein, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder was meinen Sie, Herr Kaiser? Die Amigos, ich weiß nicht, gibt es verschiedene Accounts. Ich würde sagen, die haben Ja. 501 Abonnenten vielleicht oder man weiß nicht genau, was der offizielle 500, Amigos-Account ist. 501, dann ist es der Account, auf dem ich bin, und da ist dann ein Freiwild-Foto. Oder ein Freibild-Cover gepostet. Ich denke fast, das wird kein offizieller Account sein. Also Glaube ich auch. das, nee, das glaube ich nicht. Die Amigos bei Facebook mit 53.000 Fans, also auch nichts. Da ist die Zielgruppe sogar noch zu alt für Facebook. Ja, ist es so, Entschuldigung. Die sind Ja, ich alle weiß, noch bei StudiVZ. ich weiß. Gab's da mal einen Werbespot? Die Amigos, ein seltenes Danke für Trio. die Antwort.
Ja, gab es auch mal, ja. Okay, haben einen Abonnenten übrigens, den offiziellen Account. Naja. ich weiß es nicht. Ja, schön, aber die ganze Statistik der Top 15 Social Media kann man, glaube ich, auf schlagerfieber.de nachlesen. Da wirklich interessante Fakten dabei, ne? Definitiv. Wer auch relativ weit vorne ist, selten TV zu sehen, ist es Mia Julia Brückner. Mia Julia Brückner. Ja, weil die macht ja auch sehr explizite Fotos. Ich weiß nicht, ob es wirklich mit der Musik zusammenhängt, muss ich sagen. Sex sells anscheinend recht gut. Aber die ist auch relativ weit vorne mit dabei, muss man sagen. Sie ist zum Beispiel vor Maite Kelly bei Facebook. Bei Instagram sogar vor Andreas Gabalier und Giovanni Zarella und Beatrice Egli. Also die rockt das Ganze richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, Sex sells. Da sind wir, glaube ich, beim nächsten Thema von so ein paar Bands, die auch den Schlager rocken. Nee, machen wir ganz kurz an der Stelle. Und zwar ist uns aufgefallen, dass Schlager Goes Girlband in den letzten Wochen und Monaten und auch Jahren gibt es immer mehr junge, talentierte Mädels, die sich zu Schlager-Duos oder Schlager-Bands zusammenschließen. Und einige Beispiele, Lichtblick, Bonitas, Rotblond oder die Senoritas, begeistern die Schlagerszene. Das sind dann einfach mal junge Frauen im Alter von 20 bis paar 30, die Rotblond und Lichtblick und die Senoritas sind Duos, Lichtblick sind vier, aber Bonitas, Rotblond, Senoritas sind Duos und Lichtblick sind vier junge Damen. Okay. Die eine ganz neue Art von Schlager machen, also wirklich frechen Schlager teilweise, auch sexy Schlager. Sagen die böse Worte, oder? Und die Brüste groß, bitte was? Sagen die böse Worte, oder? Nee, noch nicht, aber das kann ja alles kommen. Okay. Das kann ja alles noch kommen. Hab ich schon gedacht. Zumindest interessant sind die Bonitas. Und die Bonitas kann man auf Instagram auf dem Weg zu ihrer ersten Single begleiten. Ja, die haben schon tausende von Fans, haben aber noch gar nichts gemacht, aber den Weg zur ersten Single kann man dort live verfolgen, also ein ganz, ganz neues Konzept von Schlagerband. Wow. Und ich finde es einfach toll, Herr Vogel, dass es so viele neue weibliche Bands im deutschen Schlager gibt. Also am Optischen soll es nicht scheitern bei Bonitas. Genau, am Optischen soll es nicht scheitern. Und unterstützt alle unser Ziel, make Schlager great again. Aber hallo, das ist ja, haben Sie schon Musik von denen gehört, von den Bonitas? Nee, tatsächlich noch gar nichts. Nee, aber wenn das hinhaut, dann Senoritas habe ich schon gehört. Senoritas haben auch einen sehr lustigen Kanal. Das heißt, bei den Senoritas ist nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern die machen auch so ein bisschen Sketche, Witze und so weiter auf ihrem Kanal. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Die Senoritas sind keine, also schon klassische Schlager-Kombination, aber gehen da ganz neue Wege. Also wir können uns ja gerne mal etwas anhören, mal ganz kurz hier, können wir mal kurz reinhören. Bienvenidos a una nueva clase Spanish Learning mit den Senoritas. Heute haben wir Musterschülerin Jacqueline und sie darf heute das Lied ansagen, was wir lernen werden. Das Lied, was wir lernen, ist von den Senoritas. Ich verstehe nur Spanisch. Ich verstehe Spanisch. Wie wird das so verstanden? Vamos a empezar con la primera frase. Solo hablo español. Weißt du, was das bedeutet? Solo, also solo. Solo war jetzt mit mir zusammen. Was bedeutet solo hablo español? Ich spreche nur Spanisch. Frau Fernandez, das oder das? Muss was Wichtiges lernen auf Spanisch. Ich habe ja diesen Typen, was kann ich diesen Typen jetzt fragen? Was ihn fragen kann, ist, por ejemplo, die nächste Satz von diesem Liedtext. ¿Quieres bailar? Willst du tanzen? ¿Quieres bailar? Was heißt das nochmal? Kannst du mir das einmal nochmal sagen? Ja, das war's. Also da lernt man auch lustige Sketche, wo sie da stehen und zum Beispiel. Das war aber jetzt anstrengend. War ein bisschen anstrengend, aber ja, ist ja okay. Ist ja okay. Also bildlich geht es ja noch besser. Ist ihr dreimal die Tafel auf den Kopf gefallen. Ja. Und da ist Podcast, viel nackte Haut. Sehr sympathische Band, nichtsdestotrotz, ne? Auch wenn es vielleicht anstrengend ist für
Für Männer ihres Alters. Ja, ich weiß, jetzt kommt die Alterskarte wieder. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ist ja so. Ist ja, für mich ja auch. Für mich ja auch. Ja, ja. Und aber Jungs, die Kids heutzutage stehen drauf. Das wäre zum Beispiel etwas, was die Senioritas ausmacht. Die Bonitas gehen da schon mal ganz andere Wege. Bonitas.band. Da sehen wir überwiegend Bilder der Bonitas und ganz besondere Momente auch einfach. Da können wir mal ganz kurz hier mal draufklicken. Nee, können wir nicht. Funktioniert hier nicht. Aber da sehen wir zwei junge Damen, eine blond, eine dunkelhaarig, sexy gekleidet, traumhafte Kulisse, genau. Immer am Strand, immer im Grün. Einfach eine super, super tolle Band. Die haben aber jetzt schon zweimal gelobhudelt, oder? Haben wir zweimal schon gelobt, ne? Ja, die haben zweimal schon gelobhudelt. Vielleicht sollten wir mal Rot-Blond dran nehmen. Rot-Blond, genau. Wie der Name schon sagt. Und das ist ein bisschen doof, weil Frauen färben sich ja gerne die Haare. Rot-Blond dürfen das nicht mehr machen. Sie dürfen höchstens die Haarfarbe wechseln. Ja. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Es war mit Ross Anthony unterwegs, das durchaus auch. Maximilian Ahlan posten sie auf ihrer Seite. Haben genau, ja auch aber die waren tatsächlich auch schon erfolgreich im TV zu sehen, bei Silbereisen-Shows. Das ist schon eine Band, die schon relativ bekannt ist, muss man sagen. Genau. Da können wir auch mal kurz reinhören bei Rot Blond. Hallo liebe Schlagerfans, wir sind Rot Blond. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir uns am 6. April 2019 zu unserem Konzert sehen. In der Stadthalle in Erkner, die Nacht der großen Hits. So. Soweit zu Rot Blond, also nicht so witzig wie die Senioritas, das ist eher so ein bisschen biederer. Ich finde sie aber nicht so anstrengend, das ist okay. Genau, so. Ja. Was hatten wir als letzte Band noch? Lichtblick, glaube ich. Ne? Lichtblick, glaube ich, die hatten wir noch nicht. Genau. Lichtblick-Band, ja, das sind vier junge Damen. Sieht eine besser aus als die andere, da kann man sich gar nicht entscheiden. Hören wir mal kurz rein, was die zu bieten haben. Du fühlst dich doch so richtig an. Also einfach tolle Lieder, ne? Muss man sagen. Oder tolles Lied. Und Lichtblick. Na, 10-2 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kann man relativ schnell sagen. Was haben wir hier noch? Hat man so eine Vorstellung vielleicht? Hi ihr Lieben, wir haben ganz, ganz tolle Neuigkeiten. Es gibt ja mittlerweile schon wahnsinnig viele Fanseiten auf Instagram und Facebook. Und ein paar unserer Fans haben sich jetzt zusammengeschlossen und haben den ersten offiziellen Lichtblick-Fanclub. Sehr schön. Gibt sogar jetzt schon Lichtblick-Fanclub. Sind dann vier. Also da ist dann quasi für jeden Geschmack etwas dabei. Eine dunkelhaarige, eine Straßengüterblonde, eine rothaarige, eine komplett blonde. Genau, die waren auch schon mal bei Willkommen bei Carmen Nebel. Also es ist auch schon eine relativ bekannte Band tatsächlich auch, die auch schon etliche Erfolge gefeiert hat, muss man auch sagen. Also, ja, toll, oder? Ja, absolut, absolut, absolut. Lass die mal Erfolg haben, das ist in Ordnung. Also ich würde mich freuen. Sind von Christina Bach tatsächlich gecastet worden. Also von daher hat man da ja dann doch eine erfolgreiche Mentorin, muss man sagen, die ja auch Christina Bach war, glaube ich. War das nicht Atemlos durch die Nacht, was sie... Ja, genau. Hat sie auf Englisch, genau, oder was sie produziert hatte. Aber egal, ja. Nee, schön. Eine Band, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die ich aber auch noch erwähnen will, das ist Zweisamkeit, auch ein schönes neues, also relativ neues Schlagerduo, die jetzt am, ich weiß gar nicht genau, am 6. oder 16. September ihre erste Single rausbringen oder zumindest eine neue Single rausbringen. Mhm. Und Zweisamkeit unterstrich offiziell ist der Account und ja, eine Blondine, eine braun-rothaarige, irgendwie sowas und auch machen auch tolle Musik, ist ein bisschen klassischer, soweit ich das beurteilen kann, okay. Aber auf jeden Fall auch tolle Musik. Also die weibliche Zukunft des Schlagers ist gesichert. Ja, die ist absolut gesichert, da braucht uns nicht bange zu sein tatsächlich, ja, absolut. Schön. Absolut. Absolut. Sogar mit Bühne und Schiller mal unterwegs gewesen. Fantastisch. Wahrscheinlich am Flughafen oder am Bahnhof. Auch eine tolle Verlosung auf ihrem Instagram-Account. Also unbedingt mal reinhören, mal auch bei SWR4. Also da würde ich wirklich sagen, jetzt haben wir euch, glaube ich, 5 Bands vorgestellt. Ja. Bonitas sogar mehrmals. Und ich würde sagen, auf jeden Fall mal kaufen, abonnieren, reinhören. Oder einfach bei euren Single-Künstler wie Vanessa Mai bleiben, geht natürlich auch. Ne? Ja, auch wenn sie Rotze sagt. Genau. Ja.
Mhm. Das würden die Girlbands niemals machen. Hm. Auf Spanisch versteht man ja nicht. Ja, auf Spanisch versteht man es nicht. Ja. Die waren mir eh zu anstrengend. Entschuldigung. Ja, mir auch. Ja. Naja, Herr Vogel, ich würde sagen, wir haben viel geredet heute, viel Absolut. Spaß gehabt zusammen und würde sagen, das war's heute mal wieder für Make Schlager Great Again, dem 8 besten Newcomer-Podcast Deutschlands. Das war schon wieder. Das ist ja schade. Ich finde, wir haben den Baum des Jahres noch nicht genug gewürdigt. Ja, sagen Sie mal den Baum des Jahres. Die Flatterulme. Die reine Flatterulme. Die reine Flatterulme. Reine Flatterulme. Weltidee. Weltflatterulme. Flatterulme. Das ist so ein Scheißbaum, wie die Flatterulme gibt. Das ist der Name. Wer denkt sich denn, ist jetzt Botanik, aber egal. Wer sagt denn, entdeckt einen Baum und sagt, pass mal auf, die nenne ich jetzt mal Flatterulme. Muss ja immer noch drauf gekommen sein. Flatterhafte Persönlichkeit wahrscheinlich. Flatterhafte wird wahrscheinlich einfach mal die Nacht den Botaniker abgeschleppt und ihn dann in seinem Baumwipfel liegen lassen. Keine Ahnung. So kann ich mir das auch vorstellen. Die Flatterulme, genau. Nee, dann war es das für heute. Genug von Bäumen. Genau. Und Rotze. Auch. Und Fernsehgarten. Auch das. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Kaiser. Ich auch. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und den Zuschauern ein schönes Wochenende. Ein wunderschönes Wochenende und einen tollen Start in den Herbst. Wir hören uns nächste Woche und da sind wir wahrscheinlich nicht alleine. Genau. Und Kritik und alles mögliche lobende Worte, Lob an redaktion@schlagerfieber.de. Genau. Und folgt uns bitte. Sowieso. Bitte, bitte, bitte. Bis denn. Bis dann. Tschüss. Tschüss.